Wasser ist essentiell für das Leben und spielt eine zentrale Rolle in fast allen Körperfunktionen. Dennoch gibt es Tage, an denen der Wasserverbrauch vernachlässigt wird, sei es durch Stress, Ablenkung oder schlichtweg, weil der Durst nicht verspürt wird. Doch was passiert tatsächlich mit deinem Körper, wenn du den ganzen Tag über kein Wasser trinkst? In diesem Video erfährst du, welche Auswirkungen dies auf deine Gesundheit haben kann, welche Anzeichen von Dehydration auftreten und warum es so wichtig ist, regelmäßig zu trinken, um die optimale Funktion deines Körpers zu unterstützen. Das passiert, wenn du den ganzen Tag kein Wasser trinkst. Austrocknung der Haut. Ohne ausreichende Flüssigkeitszufuhr verliert deine Haut schnell ihre Elastizität und beginnt trocken und schuppig zu wirken. Wasser spielt eine entscheidende Rolle dabei, deine Haut von innen zu hydratisieren. Wenn du den ganzen Tag über kein Wasser trinkst, kann die Haut ihre Fähigkeit verlieren, Feuchtigkeit zu speichern, was zu einem fahlen Teint und verstärktem Auftreten von Falten führt. Der natürliche Feuchtigkeitsgehalt der Haut hängt stark davon ab, wie viel Wasser du deinem Körper zuführst. Verringerte Gehirnfunktion. Das Gehirn besteht zu etwa 75% aus Wasser und ein Mangel daran kann sich schnell auf deine kognitive Leistungsfähigkeit auswirken. Studien zeigen, dass bereits ein geringfügiger Wasserverlust zu Konzentrationsschwierigkeiten, erhöhter Reizbarkeit und sogar Kopfschmerzen führen kann. Wenn kein Wasser zur Verfügung steht, beginnt das Gehirn, seine Funktion zu drosseln, um den Wasserhaushalt so lange wie möglich zu stabilisieren. Dies kann zu einer verlangsamten Reaktionszeit, Verwirrung und einem Gefühl der Überforderung führen. Erhöhte Herzfrequenz und Blutdruck. Dehydration führt dazu, dass das Blut dicker wird, was das Herz dazu zwingt, härter zu arbeiten, um Blut durch den Körper zu pumpen. Dies kann den Herzschlag beschleunigen und den Blutdruck erhöhen, was besonders für Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen gefährlich sein kann. Das Herz versucht, den Flüssigkeitsmangel auszugleichen, indem es die Arbeit intensiviert, was auf Dauer zu einer Überlastung führen kann. Dies erhöht das Risiko für Herzrhythmusstörungen und andere kardiovaskuläre Probleme. Beeinträchtigte Nierenfunktion. Die Nieren sind auf Wasser angewiesen, um Abfallstoffe effektiv aus dem Blut zu filtern und über den Urin auszuscheiden. Ohne ausreichende Flüssigkeitszufuhr wird der Urin konzentrierter, was das Risiko für Nierensteine und Harnwegsinfektionen erhöht. Langfristig kann ständige Dehydration die Nieren schädigen und deren Fähigkeit zur Entgiftung beeinträchtigen. Dieses Organ spielt eine entscheidende Rolle für die Aufrechterhaltung des Säure-Basen-Haushalts und der Elektrolyte im Körper, weshalb ausreichende Flüssigkeitszufuhr unerlässlich ist. Verdauungsprobleme. Wasser ist essentiell für die Verdauung und den Transport von Nährstoffen. Ein Mangel daran kann die Verdauung verlangsamen und zu Verstopfung führen. Ohne genügend Wasser wird der Stuhl härter und trockener, was den Stuhlgang erschwert und Schmerzen verursachen kann. Die Produktion von Speichel, der ebenfalls aus Wasser besteht, wird reduziert, was zu Mundtrockenheit und Schwierigkeiten beim Schlucken führen kann. Langfristig kann dies die Aufnahme von Nährstoffen beeinträchtigen und das Risiko für Verdauungsstörungen erhöhen. Gelenkschmerzen. Gelenkknorpel besteht zu einem Großteil aus Wasser, das als Schmiermittel dient und Bewegungen geschmeidiger macht. Bei Wassermangel verlieren die Gelenke ihre Flexibilität und werden anfälliger für Reibung und Verschleiß, was zu Schmerzen und Entzündungen führen kann. Regelmäßiges Trinken unterstützt die Gelenkfunktion und hilft, die natürliche Schmierung der Gelenke aufrechtzuerhalten. Dies ist besonders wichtig für Menschen, die sportlich aktiv sind oder unter chronischen Gelenkbeschwerden leiden. Verstärktes Hungergefühl. Oft wird Durst mit Hunger verwechselt. Wenn der Körper dehydriert ist,
sendet er Signale, die als Hungergefühl interpretiert werden können, obwohl der eigentliche Bedarf Flüssigkeit ist. Das kann dazu führen, dass mehr gegessen wird, was zu ungewollter Gewichtszunahme führen kann. Besonders problematisch ist dies, wenn kalorienreiche Snacks bevorzugt werden, um das vermeintliche Hungergefühl zu stillen. Ein Glas Wasser kann häufig das Verlangen nach Essen dämpfen und den Körper wieder ins Gleichgewicht bringen. Ermüdung und Energiemangel. Wasser ist notwendig, um Nährstoffe und Sauerstoff zu den Zellen zu transportieren. Wenn dieser Prozess gestört wird, sinkt das Energieniveau, was zu Müdigkeit und Schlappheit führen kann. Ohne ausreichend Wasser kann der Körper nicht effizient arbeiten, was zu einem allgemeinen Gefühl der Erschöpfung führen kann. Dieser Zustand kann auch die Produktivität im Alltag und die Fähigkeit, sich auf Aufgaben zu konzentrieren, stark beeinträchtigen. Beeinträchtigte Entgiftungsfunktion. Der Körper verwendet Wasser, um Giftstoffe über Urin, Schweiß und Atmung auszuscheiden. Steht nicht genügend Wasser zur Verfügung, verlangsamt sich dieser Entgiftungsprozess und es kann zu einer Anhäufung von Abfallstoffen im Körper kommen. Dies kann sich in verschiedenen Symptomen wie Kopfschmerzen, Hautunreinheiten und allgemeinem Unwohlsein äußern. Auch die Leber, die eine zentrale Rolle im Entgiftungsprozess spielt, ist auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr angewiesen, um effizient arbeiten zu können. Schlechter Atem. Mundtrockenheit ist ein typisches Zeichen von Dehydration, da die Speichelproduktion reduziert wird. Speichel ist notwendig, um Bakterien im Mund abzubauen und zu entfernen. Ohne ausreichend Speichel vermehren sich die Bakterien, was zu schlechtem Atem führen kann. Dieser Zustand wird oft durch die Aufnahme von Zucker oder Kaffee verschlimmert, da diese Substanzen den Mund zusätzlich austrocknen können. Regelmäßiges Trinken von Wasser hilft, den Mund feucht zu halten und unangenehme Gerüche zu vermeiden. Zusammenfassung: In diesem Video haben wir beleuchtet, was mit deinem Körper passiert, wenn du den ganzen Tag kein Wasser trinkst. Von trockener Haut über Konzentrationsprobleme bis hin zu ernsthaften gesundheitlichen Risiken wie Nierenproblemen und Herz-Kreislauf-Belastungen, die Auswirkungen sind vielfältig und oft unterschätzt. Es wurde deutlich, dass Wasser nicht nur für die grundlegenden Funktionen wie die Regulierung der Körpertemperatur und die Unterstützung der Verdauung notwendig ist, sondern auch eine Schlüsselrolle für die allgemeine Gesundheit spielt. Selbst kurzfristige Dehydration kann spürbare negative Folgen haben, die sich auf Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit auswirken. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du nützliche Informationen mitnehmen konntest, würden wir uns freuen, wenn du deine Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren teilst. Hast du schon einmal gemerkt, wie sich dein Körper ohne ausreichend Wasser anfühlt? Erzähle uns davon. Teile dieses Video auch mit deinen Freunden und deiner Familie, damit sie ebenfalls von diesen wichtigen Informationen profitieren können. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine unserer wertvollen Gesundheitstipps verpasst. Bis zum nächsten Mal.